Mein Name ist Daria Bolulukova. Ich studiere an der FH Technikum Wien im Studiengang Intelligente Verkehrssysteme. Bin 22 Jahre alt und komme ursprünglich aus Usbekistan. Bin seit mittlerweile 3,5 Jahren in Österreich und werde in diesem Jahr im Sommer meinen Bachelorabschluss machen. Ich bin an der FH Technikum Wien gekommen ohne großartigen Vorwissen und ich wollte unbedingt mir und den anderen beweisen, dass ich es drauf habe, also dass ich das schaffen kann und dass eine Frau zwischen vielen Männern auch was erreichen kann. Also ich würde ganz gerne nach meinem Abschluss im Bereich intelligente Verkehrssysteme bleiben, zum Beispiel bei der Firma Kapsch, wo ich mein Praktikum gemacht habe. In Produktmanagement-Abteilung, wo ich auch mein Praktikum gemacht habe. Also mich interessiert vor allem die Zusammenarbeit zwischen Management und Technologie. Das finde ich irrsinnig interessant, dass man einerseits die technologische Seite kennenlernt, aber andererseits auch was vom Management, wo man wirklich sehr viel mit Menschen zu tun hat, wo man mit Menschen zusammenarbeiten darf. Und das ist sehr abwechslungsreich. Also, dass die Frauen in Technik nicht gleich behandelt werden oder gar benachteiligt werden, finde ich Unsinn. Ich habe damit überhaupt keine Erfahrung gemacht. Eher umgekehrt, Stichwort Frauenquote. Und das finde ich nicht so toll. Also, das ärgert mich eher. Man sollte eine Stelle bekommen, nur weil man wirklich was drauf hat und nicht, weil man eine Frau ist. So, von dem her glaube ich, macht es nicht wirklich Sinn, von Unterschieden zu reden. Wenn man was drauf hat, wenn man das Wissen hat, dann wird man auch nicht anders behandelt, nur weil man eine Frau ist.